In Stockholm teilweise. Nein, nein. Sie ist verkadert. Ja, Interesse. Damals das Thema. Aktuell. Die kennen Sie persönlich. Ja. Das ist das Zentrum des Republikanischen Clubs Neues Österreich, eines überparteilichen, radikaldemokratischen, politischen, gesellschaftspolitischen Clubs im ersten Bezirk in Wien, in der Nähe, um die Ecke, gegenüber vom Juridikum, wo viele Aktionen ihren Ausgang genommen haben, auch über mehr oder weniger spontane Aktionspläners auch. Eine zweite wichtige Phase war rund um die Auseinandersetzung mit Jörg Haider und dem Rechtspopulismus mit historisch braunen Resten. Auch rund um die Auseinandersetzung mit der Entwicklung in Kärnten, verkörpert durch Jörg Haider. Und dann wiederum 1999-2000 in der parteiunabhängigen Oppositionsbewegung gegen die sogenannte schwarz-blaue Regierung ab 2000 mit der demokratischen Offensive zusammen. Da hat es hier viele konstruktive, zum Teil auch sehr hitzige Plenars gegeben, wo wir plus tief in die Nacht hinein Aktionsbesprechungen, bei denen ich nicht immer dabei war, weil ich damals noch voll berufstätig war. Wir sind nicht für eine lustlose politische Aktivität, sondern schon mit starken sinnlichen Komponenten. Heben Streit war für uns auch Nomen est Omen, das Streitniveau heben. Das fällt ja manchmal, Nestor zeigt ja diese phänomenalen, scheinzufälligen Namenssymboliken oder Ausdrucksfähigkeiten von Familiennamen manchmal in satirischer Form. Viele von uns sind ehemalige Linke aus der 68er-Bewegung, sind manche auch ehemalige Linksradikale aus verschiedenen Kleingruppen der 70er Jahre. Wir waren eigentlich immer für einen, ich habe zu der Strömung gehört, die gegen Bürokratismen, ob sozialdemokratisch, ob realsozialistisch, staatssozialistisch, wo ein glückliches Leben erst für den Zeitpunkt des Sieges nach der Befreiung, im Sozialismus, sondern wir sind davon ausgegangen, ohne jetzt Luxusvorstellungen zu vertreten, dass das menschliche Leben im Hier und Jetzt auch. Und das war ja auch in der 68-69er Bewegung ein wichtiger Punkt. Nicht die Vertröstung auf ein irdisches oder paradiesisches Jenseits, sondern mehr oder weniger begrenzte Möglichkeiten im Jetzt zu nutzen, auf einer möglichst unmittelbar demokratischen, Praxistheorie verknüpften. Ich sehe mich noch immer als Linke, ich habe keinen Grund, keine Veranlassung, grundlegende Revisionen, weil ich war nie Verehrer von autoritären, sogenannten linken autoritären Systemen. Ich habe das Dilemma in meiner Jugend über politisch-historische Lehrer wie Heinz Fischer, Herbert Amre und andere, die das Dilemma revolutionärer Situationen, das Tragische und vor allem danach die Perversionen meistens uns vermittelt haben, habe ich schon ein gewisses Verständnis unter bestimmten Bedingungen für revolutionäre Umbrüche und Bewegungen, aber ohne das Bedürfnis, diese Bewegungen zu romantisieren und zu idealisieren. Revolutionen waren meistens Notlösungen und nicht aus Übermut und aus einigermaßen erträglichen Bedingungen hat es
eigentlich nie Revolutionen gegeben, sondern aus fürchterlichen Kriegssituationen wie im Ersten Weltkrieg, aus Hunger, Elend, Unterdrückung wie dem Zarismus. Und dass daraus dann eine reife, humane Gesellschaft entstehen kann, im kurzen Weg, dass diese Illusion haben Leute wie ich nicht gehabt. Insofern haben wir auch nicht so viel zu revidieren. Ich habe mehr an konkreten Utopien in der Blütezeit des Selbstverwaltungssozialismus in Jugoslawien mit allen Problemen dieser Zeit oder in der skandinavischen Sozialdemokratie, wenn man es jetzt so vereinfacht zuordnet, gesehen. Und da war Österreich weit entfernt in den 60er Jahren, Lichtjahre teilweise, aufgrund seiner historischen Belastungen, die erst im Zuge der 60er, 70er Jahre bis in die, und das war ein wesentliches Thema und ist es bis heute geblieben, die Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Eurozentrismus. Und da gibt es noch immer viel Arbeit überall auf der Welt zu leisten. Der Aufbruch hat in den 60er Jahren begonnen. So wie auch in den 60er Jahren die Formierung der reaktionären, wirklich reaktionären Kräfte. Man da, sollte nicht vergessen werden, dass in den 60er Jahren, 70er Jahren frühen noch in Spanien, in Portugal faschistische Diktaturen war, dass in Griechenland ein Militärregime, alle drei mit westlicher Unterstützung, ihre grausame Herrschaft noch, wenn auch schon ein bisschen gelockert in Spanien, in der Spätphase Francos, dass es den Aufbruch im sogenannten Ostblock gegeben hat, und in großen Teilen der Dritten Welt im Zuge der antikolonialen Befreiungsbewegungen es eine Art synchrone weltweiten, möglicherweise Generationenbruch, der aber überfällige Verkrustungen, um es zu harmlos zu definieren, des Kalten Krieges weltweit, haben sich viele Menschen aus diesen Zwängen, mentalen Zwängen, aus den Verhaltenszwängen, aus den Erstarrungen in den politischen Systemen, und das war nicht bei weitem nicht nur im Ostblock, das war auch, ich meine, die unheiligen Allianzen haben ja begonnen, gerade weil heute Otto Habsburg von manchen wieder gefeiert wird. Otto Habsburg hat sich in den frühen 60er Jahren im Rahmen der CEDRI, einer Art konservativ-rechten Internationale, mit den unseligsten Regimen von Südafrika, Apartheid-Regime über Portugal, Spanien bis zu Kräften Lateinamerika verbündet, obwohl er persönlich nie ein Nazi war, das wäre sicher unsinnig zu behaupten. Das heißt, aus einem tief reaktionären, teilweise auch sehr rechtskatholischen Geschichtsbild heraus, das heute wieder, siehe Spanien, zum Glück gescheitert vorläufig bei den Wahlen, in Italien regen sich diese Kräfte auch rund um den heutigen Papst. Da sind Kontinuitäten, die bis heute nicht, gerade wenn man die Rolle der katholischen Kirche während des Ustascher Regimes in Kroatien anspricht und die Rolle des Vatikan, da ist vieles schon aufgearbeitet von Historikern, aber im allgemeinen politischen Bewusstsein keineswegs, gerade in Österreich, aber auch in Deutschland noch sehr unzureichend präsent. Ja, nichts gegen Freundlichkeit unter Menschen, Freude, aber eine gewisse Prise Streitkultur macht erst menschliches Leben produktiv, auch Freundschaft möglich. Das heißt, diese Dialektik von Diskussion, Konflikt, Streit und friedlichem Zusammenleben
ist erst lebbar, während Harmonie wird meistens von oben verordnet und dann nachträglich romantisiert. Das heißt, die gute alte Zeit unterm Kaiser, im Biedermeier, das waren nicht nur schlechte Zeiten, das wäre sicher auch ein falsches Klischee und nur Unterdrückung, aber es stimmt meistens was nicht, wenn zu viel Harmonie in der Vergangenheit oder in der Zukunft gesucht wird oder in der Gegenwart verlangt wird. Das ist ein Theater, ein freies Theater, das zugleich ein Begegnungskulturzentrum eigentlich ein kleines geworden ist, das zwischen Theateravantgarde und einem Austauschort zwischen sogenannten Inländern und Zuwanderern, Zuwanderinnen, zwischen verschiedenen Altersgruppen. Es gibt jetzt, glaube ich, auch hier noch eine neue Gruppe von älteren Frauen, die sich treffen und verschiedene Dinge auch im laienkünstlerischen Bereich, aber ich bin als Mann nicht dabei, wo eben vieles an sozial-kulturellen Experimentellen passiert. Ein Themenkranz, der mich jetzt betrifft, weil es ein Teil auch meines politischen Lebens war, rund um 68, vor Geschichte und Nachgeschichte, wo ein ganzer Veranstaltungszyklus die nächsten Monate bis Ende Mai laufen wird. Ja, die Kommunalpolitik hat in den letzten Jahren leider einiges von dem, was in den 70er und 80er Jahren gefördert hat, zurückgenommen. Und wie ist das zu erklären? Ich glaube, das ist die Fixierung an einer oberflächlichen Event- und Quotenkultur, an diesem unseligen Übervermarktungsanspruch, dem Cultural Industries. Es hat einen Nachholbedarf an modernem Design oder Wiederaufnahme der Designentwicklung der 20er Jahre oder schon vorher, von Gründerzeit über Jugendstil, Wiener Werkstätten. Da war sicher vieles im Argen, aber den Sprung dann, das nur zählt in der Kultur, was angeblich vermarktbar ist, was sponsorfähig ist, obwohl die Sponsoren bis heute nicht sehr viel beitragen, trotz riesiger Werbung und Bemühungen um sie. Und es ist auch die Angst der meisten politisch Mächtigen, ob in Wien, ob in den anderen Bundesländern, vor dem, was an sanfter Anarchie, an sanfter Autonomie, Bedürfnis unter den Menschen verstärkt werden kann. Ganz kennzeichnend war bei der Wende, sogenannten Wende 1999-2000, dass der damalige Wirtschaftssprecher, der Abgeordnete Prinzhorn, gesagt hat, man soll in den Schulen alles, was nicht nützlich ist, das ist schon unter Maria Theresia die Schuldiskussion gewesen, wie das Reichsvolksschulgesetz gegen Widerstände der katholischen Kirche eingeführt wurde, sollen den Untertanen nur nützliche Eigenschaften, so instrumentell wissenschaftliche, handtechnische Dinge vermittelt werden. Und Gera hat nicht in der Konsequenz, aber in diesen Jahren nach 2000 wurden viele dieser musisch-kulturellen, ohne dies unterentwickelten, auch sportlichen, tänzerischen, was immer, Freiräume abgewürgt, finanziell Geld dafür weggenommen und so. Und das hat natürlich auch den Sinn, unter Anführungszeichen, nur für eine beschränkte obere soziale Schicht diese Möglichkeiten zu bieten, die sich leisten können, denen fördert man auch über die über die Oper vor allem und teilweise Burgtheater ihre kulturellen Bedürfnisse und über einen Teil des Musiklebens, aber einer breiten Bevölkerung, die braucht es nicht. Das ist eine zutiefst antidemokratische Antikulturhaltung. Und die Sozialdemokratie ist leider auch nicht frei von diesen antisozialdemokratischen Tendenzen. Entgegen ihrem historischen Anspruch und vielen Ansätzen der Praxis
deshalb hilft nur der sanfte Widerstand, wo es geht. Und Inseln dieser oder Halbinseln dieser Autonomie, Druck auf die Fördereinrichtungen, auf die Politiker, es handelt sich immerhin um die Steuergelder aller, und dass hier ein Empowerment vom kulturellen bis zum gesellschaftspolitischen bis zum Wohnarbeitsbereich, überall geht kein Weg vorbei an einer Demokratie, die den Namen verdient und nicht eine Papierform ist. Ich bin geboren in Schweden. In Schweden? Stockholm. Und dann heißt das, dass Sie kein Wiener sind? Im engen oder im weiteren Sinn kein Wiener. Ich bin mit 7 Jahren hergekommen. Mein Vater war in Wien geboren, musste aber dann aus der Gestapo-Haft, konnte er flüchten nach Schweden. Und so wurde ich in Schweden 1944 geboren. Meine Mutter war schon in Schweden geboren, aber ihre Eltern waren auch Zuwanderer aus Wiener und Monarchiebereich, aber nicht politisch erzwungen und nicht aufgrund der jüdischen Herkunft, was beide waren. Ich habe im 19. Bezirk bin ich aufgewachsen, von 1954 bis 1971, bis ich dann nach Otterkring übersiedelt bin. Und da war Teile Döblings waren ein Freizeitparadies für mich, weil da konnte man in wilde, zum Teil halb bombardierte Gärten, konnte mit den Skien, wenn Schnee war, irgendwie noch hinauf in den Wienerwald. Und ich habe zum Glück doch nach dem Prinzip, das mein Vater irgendwo formuliert hat, dass die beste Erziehung Selbsterziehung ist, war ich wenig behütet. Ich konnte immer nach Haus, aber ich wollte in kein Internat gehen. Es hat auch Ganztagsschulen, hat es ja damals im öffentlichen Bereich ja nicht gegeben normalerweise. Und so war ich mir, bis auf eine Haushälterliebe und Köchin, die hat mich dann schon irgendwie beaufsichtigt. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger und ich konnte mich dann am Nachmittag in der Umgebung dieses Mietshauses zuerst, wo wir gewohnt haben, frei bewegen, und dann sind wir in Mietvilla übersiedelt, wo wir noch in der Sendung hinkommen, wo heute das Bruno-Kreisky-Forum stattfindet, und da ist ein schöner großer Garten, und ich war aber eben, wie gesagt, viel mit Freunden vorwiegend, weil ich nach der Volksschule, wie damals üblich, in Burschenschule gegangen bin. Ja, haben wir halt mit und ohne Schabernack halt manchmal unter Vernachlässigung der Schularbeiten, Hausarbeiten halt dann den Nachmittag möglichst spannend in verwilderten Gärten, manchmal leider auch an Bombentrichtern verbracht. Zum Glück ist uns nichts passiert. Damals sind häufig Unfälle passiert. Kurzen persönlichen Spaziergang durch Wien. Wo sind wir jetzt gekommen? In der ehemaligen Mietvilla meiner Eltern, in der Ambrostergasse 15, wo seit Anfang der 90, kurze Zeit nach dem Tod meines Vaters der Sitz des Bruno-Kreisky-Forums für internationalen Dialog stattfindet und wo eine Reihe von größeren und mittleren Veranstaltungen meistens zu Weltproblemen stattfindet, vom Nahen Osten über andere Fragen der sogenannten Dritten Welt, über europäische Fragen, auch über Fragen, weniger eigentlich Fragen der Parteipolitik, nicht.
kann es sagen, dass dieses Haus eigentlich ein Ort ist, wo Sie sich mit Ihrem Vater wiedergefunden haben? Ich habe nie außer ein paar Monate und auch nicht von mir aus, das war am stärksten zugespitzt in der Zwentendorf-Atomenergie-Auseinandersetzung und um die Volksabstimmung. Von ihm aus hat es da eine kurze Phase eines Bruchs gegeben. Ansonsten waren das Missstimmungen, ein paar Tage, ein paar Wochen, aber es hat eigentlich einen regelmäßigen Kontakt, freundschaftlichen Besuch und so gegeben. Das ist sicher nicht um es jetzt nachträglich zu verklären, aber er hat Meinungsunterschiede, Gegensätze ausgehalten und wollte auch lernen. Und ich habe auch immer wieder natürlich lernen können von ihm und seiner Lebenserfahrung. Und ja. Ich habe ja auch relativ lang hier gewohnt, bis 1971, und das war nicht so angenehm, und noch in der ausklingenden Studienzeit oder am IHS als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Scholar, das war nicht so, überhaupt nicht angenehm, weil ich habe ihn immer gern gehabt und ich glaube auch er mich, und das waren oft schmerzhafte, leidvolle Konflikte, aber an sich war es so, dass er zu Recht Wert gelegt hat auf eigene demokratische Haltungen und auch dann später, in den späteren Jahren, immer wieder aufgefordert hat, sowohl Eva Kreisky wie mich, meine Frau wie mich, aktiver zu werden. Und wir haben gesagt, ja, neben einem halbwüchsigen Kind oder noch nicht einmal halbwüchsigen und voller Berufstätigkeit bleibt nicht so viel Zeit, um dann noch innerparteiliche Opposition von links zu machen, wie er die Entwicklung ab Ende der 80er Jahre für beunruhigend gehalten hat. Bereuen Sie etwas in dieser Beziehung jetzt? Ja, dass ich ihn manchmal zu wenig gefragt habe, obwohl wir einander immer wieder freundlich, manchmal nicht so freundlich, manchmal auch provozierend, bewusst, unbewusst gefragt haben. Zu wenig Gespräche, oft auch über seine Jugend, über die grauenvolle Geschichte vom Familienangehörigen. Da habe ich ihn einfach zu wenig. Aber es ist auch, ich meine, nicht, weil er nicht Antworten gegeben hat, aber als Kind, Jugendlicher ist man dann manchmal auch etwas ungeduldig, wenn man Geschichten öfters hört und so. Obwohl ich eher immer sehr interessiert war. Aber und dann hat es halt von ihm her sicher einen größeren Zeitdruck gegeben und so, dass nicht alle Themen immer, und außer die letzten Jahrzehnte war ich ja nur häufiger Besucher hier. Ne? Machen Sie etwas mit Ihrem Sohn in diesem Sicht oder in diesem Sinne? Wie? Ja, da gibt es ein reges Austauschverhältnis zwischen ihm und seiner Mutter und mir, und in vielen Übereinstimmung, manchmal Einschätzungsdifferenzen, Generationsdifferenzen, auch gerade rund um 68, wo es dann oft so generationsbedingte Wahrnehmungsunterschiede geben muss. Nicht? Aber eigentlich erfreulich wenig Differenzen, wobei auch Differenzen ja produktiv sein können und sind. Und das waren sie auch sehr oft im Verhältnis zwischen mir und meinem Vater. Welche Gefühle haben Sie, wenn jetzt Sie so jetzt hierher kommen? Ja, eine aus Traurigkeit, nostalgischer, aber auch Freude, dass dem Lebenswerk meines Vaters und einer Bewegung, der sich verpflichtet gefühlt hat, lebenslänglich fast, dass hier ein Ort von Information, Diskussion, Begegnung im Rahmen des Bruno-Kreisky-Forums für internationalen Dialog stattfindet und wo ich auch heute eine kleine Rolle in dem Vorstand spiele. Das ist für mich sehr schön, nicht? Zu erleben, dass vieles von dem, was ihm wichtig war und ganz zentral in seinem lebenslänglichen Engagement war, dass vieles davon weiterlebt und lebendig weiter. Kommen die Bilder aus der Vergangenheit zurück? Kommen, ja, kommen, aber nicht. Ich meine, es ist natürlich durch die
Aktivitäten der letzten Jahre und Veranstaltungen vieles überdeckt. Und es gibt natürlich auch private Erinnerungen, wobei die Trennung zwischen privaten und politischen bei ihm nicht so besonders betont war, weil er ja, diese Trennung zwischen Freizeit und Arbeit sehr durchlässig gehandhabt hat und wahrscheinlich handhaben musste. Und bei Ihnen, diese Trennung funktioniert, oder? Auch nicht so. Ich finde, nachdem, ich meine, natürlich gibt es Dinge wie, ich weiß nicht, wandern oder ab und zu Skitouren gehen oder die nicht direkt politisch sind, aber die Wahrnehmung von Landschaft und Regionen hat auch im weiteren Sinn was Politisches, nicht? Ich meine, weil gerade aufgrund meines jahrzehntelangen Arbeitsbereichs Regionalpolitik, Regionalentwicklung ist der Raum, die Region nicht etwas nur historisch-kulturelles oder sozial, sondern auch was unabtrennbar auch mit Gesellschaftspolitik und Ökonomie verbunden ist.